Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heavy Trader Freunde hier vom Trading Floor in Frankfurt. Wieder ein neuer Handelstag mit spannenden Entscheidungen, nämlich die EZB ist heute am Zuge und wir sind gespannt, ob die EZB einen gewissen Impuls dem Markt geben kann, der ja durch den großen Terminverfall in der kommenden Woche am Freitag, dem 18. Dezember, schon eine gewisse Lethargie hat, dieses Hin und Her Gezurre und Gezerre an den Nerven der Anleger, aber auch eben an den entsprechenden einzelnen Aktien. Das tut dem Markt natürlich momentan nicht gut und nimmt die Spannung ein bisschen raus. Dafür haben die Amerikaner natürlich ein bisschen mehr Spannung da drüben, weil mit den Neuemissionen, die gerade an den Markt schwemmen, etwas mehr Musik drin ist. Die DoorDash gestern, also so ein Wert, der durchaus adäquat ist zu der HelloFresh, gleich verdoppelt am ersten Handelstag. Und da wollte die HelloFresh natürlich auch ein bisschen Musik in den Markt reinbringen und hat heute Morgen natürlich dann auch gleich mal mit frischen Prognoseanhebungen den Markt belebt. Was machen wir heute in der Sendung? Wir werden uns über die Chip-Branche etwas unterhalten. Wie sieht es dort aus? Gibt es da noch eine gewisse Fantasie? Gibt es da noch Kurspotenzial? Und wir werden heute Nachmittag in unserer Sendung Zertifikate Trade des Tages auch ein kleines Roundup zu den Chip-Aktien machen, weil es einfach spannend bleibt, nicht nur, dass eben Übernahmen durch die AMD oder durch Global Wafer mit der Siltronic im Gange sind. Schauen wir mal in die Charts rein. Ja, also den ersten Chart, den wir hierfür haben, ist den Philadelphia Halbleiterindex, der schon auf einem neuen Allzeithoch notiert. Hier ist die Rallye voll im Gange, wie man sieht. Der Trend auch völlig intakt. Nun haben wir gestern zwar einen kleinen Dämpfer erhalten von 3%, der ist aber in diesem Aufwärtstrend überhaupt nicht von größerer Relevanz. Wo wir hier weitere Kursziele sehen, wie es weitergehen wird, dann natürlich heute Nachmittag mehr dazu. Interessant natürlich in dem Zusammenhang sind natürlich die deutschen Werte. Das wäre hier zum einen die Infineon, die sich ja gestern schon ein bisschen über die 30-Euro-Marke geschraubt hat, dann aber wieder vom Markt ein bisschen zurückgenommen worden ist. Das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, eine respektable Marke, die die Aktie erreicht hat, wenn man bedenkt, dass sie natürlich zum Frühjahr bei 10 Euro war, jetzt sich verdreifacht hat. Aber wie gesagt, da wird sich ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen was nach oben auftun. Und was ist eigentlich interessant heute für uns, der Zertifikate-Trade des Tages? Das ist die Siltronic. Warum? Ja, weil die Aktie mittlerweile natürlich mehr und mehr in den Übernahmekampf hineingezogen worden ist. Jetzt sagt ja jeder, Global Wafer hat die Siltronic doch schon übernommen, ist doch alles schon in trockenen Tüchern. Das stimmt nur zum Teil. Zwar hat Wacker Chemie seinen Anteil an Siltronic verkauft, sodass hier eine gewisse Möglichkeit nach oben besteht, also eine gedeckelte Wahrscheinlichkeit da ist, dass dann nicht mehr am Preis kommt. Aber die andere interessante Geschichte bei Siltronic ist eigentlich die, dass es genügend noch Investoren gibt, die sich dagegen wehren, die sagen, der Preis müsste viel höher liegen, wir möchten dann ein höheres Angebot haben als das, was Global Wafer da abgegeben hat. Und das ist so die Spekulation, die dahinter steht, denn die Siltronic-Aktie hat in ihrer Geschichte durchaus mal höhere Kurse gehabt, die lagen so im Bereich um 155, 160 Euro und da könnte sich aus unserer Sicht noch einiges ergeben. Und das war es jetzt mal in Richtung der Charts, deshalb gehen wir auch gleich eben zu unserem Zertifikat, was wir dafür rausgesucht haben. Das ist ein Zertifikat von der UBS mit der Kennnummer UE4AH5. Der Hebel beträgt 3,76 und der Knockout-Level liegt bei 91,623. Und wir gehen davon aus, dass die Siltronic durchaus noch Potenzial nach oben hat und dass wir da durchaus noch eben eine interessante Aufwärtsbewegung sehen. Und das deutet sich heute im Markt schon an. Also bleibt uns gewogen heute Nachmittag in der Sendung Zertifikate Trend des Tages unter heavytraders.live sich einfach registrieren, reinschauen und natürlich dann mitnehmen, was an interessanten Informationen insgesamt im Index, Chip-Sektor-Index zu erwarten ist und natürlich spezifisch in der Siltronic. Also bis heute Nachmittag, ich freue mich.